Hallihallo, Hallöchen, Leute, und willkommen zurück an alle YouTuber und YouTuberinnen, Isten, Dingsen, Bumsen, Schauer und so. Herzlich willkommen. Wir sind wieder dabei. Ründchen Last Epoch. Auf entspannt. Oder auch nicht, je nachdem, wie die Kampagne jetzt für uns aussehen wird. Gerade schon im Stream gesagt, es wäre natürlich cool, wenn wir sie heute beenden, aber ich gehe davon nicht aus, weil wir brauchen halt noch extrem viel, um die Kampagne zu beenden. Jedenfalls glaube ich, dass wir noch extrem viel brauchen. Wir brauchen halt diese Segen noch von den zwei Göttern. Wir müssen Rai noch klatschen, wir müssen den Imperator noch klatschen. Es sind noch ein paar Gegner zu besiegen und nonetheless, wir labern nicht so viel rum, wir gehen rein. Aber schon vor dem Stream ein bisschen rumgelabert. Übrigens, wenn ihr die Streams gucken wollt, die sind auch alle auf YouTube. Gebt euch die. Es ist nicht so viel Unterschied zwischen YouTube und den Streams, weil ich davor immer nur so ein bisschen labere und vielleicht danach noch ein klein wenig. Aber ansonsten kriegt ihr den vollen Genuss. So. In der Hoffnung, dass da funktioniert jetzt alles. Komm schon. Komm schon. Thanks, nice. So, eine Sache noch. Das da machen wir noch. Und dann sind wir schon ready. Göttliches Zeitalter. Liards Turm. Oh ja, wir haben da noch einiges zu tun. Hier. Wir gehen aber da rein. Und ballern in den Liards Turm hinein. Der dauert wieder ein bisschen länger mit den Ladescreens, kann das sein? Habe ich irgendwie so das Gefühl. So, erstmal wieder auf Steuerung klarkommen. Ja. Aber die Steuerung macht ja schon alles fast für uns, ne? Ist ja einfach so. Schöne Runensplitter mitnehmen. Geil. So, wir dürfen in den Turm. Gehen wir mal in den Turm. Wir müssen ein paar Akten sammeln. Die Aktien haben auf gewisse Leute. So, Gewehr 200 EU. Leute, wir gehen eins nach oben. Hallo, na, wie geht's euch? Alles fit? Jetzt fällt die Frage, wie groß ist denn der Turm da? Wäre voll lustig, wenn das so ein, ne? Man muss hier mehrere Wellen machen und so. Wenn es das auch geben würde mal irgendwann. Ich muss sagen, ich habe das schon cool gefunden in zum Beispiel, hier, ach, wie hieß es noch? Das andere Hackenslayer war MMO-mäßig. Ja. Ich weiß es nicht mehr. Irgendwie so. Und da gab es auch einen Turm, den man machen konnte. Wow. Okay, wir sind schon oben. Ich sehe keine HP-Leiste. Ist das normal? Dass ich keine HP-Leiste sehe. Ist irgendwie ein bisschen weird. Lebt er auch noch oder? Ja. Okay. Das war ein bisschen komisch. So, wir nehmen die Sachen hier mit. Ah, da haben wir unsere Akten. Gestohlene Bücher. Oh.
Diese Bücher sind zwar leicht versenkt, aber sie scheinen größtenteils unversehrt zu sein. Du konntest die Ausbricks davon abhalten, sie zu stehlen. Ja, werfen wir doch mal einen Blick auf die Seiten. Die meisten Stellen sind voller Notizen über Vorräte, nautische Berechnungen und Schemata für bizarre Konstrukte. Tief darin ist ein Abschnitt verborgen, der persönlicher zu sein scheint. Okay, ich weiß nicht, wie viel länger ich durchhalten kann. Vor Jahrhunderten rettete Lagoon eine Fischersfrau, die zu nichts Größerem bestimmt war, als durch Piraten umzukommen, und er schenkte ihr Macht. Macht wozu? Um über sein Reich zu herrschen, während er unten in seinem Tempel schmollt? Um ihn abzulenken und zu hegen, damit seine Untertanen seine Wutanfälle erspart bleiben? Die Leute können mich Lagons rechte Hand nennen. Ich bin nicht mehr als ein Kindermädchen für ein göttliches Kleinkind. Ein Kleinkind, das die Leben jeder Seele an dieser Küste zerstören kann, wenn ich meine Pflicht nicht erfülle. Okay. 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 So, dann reisen wir mal, bevor wir jetzt den ganzen Top wieder nach unten gehen, reisen wir mal dahin. Dann gehen wir von da aus wieder zurück. Okay. Interessant. Interessant. Also das muss anscheinend ein ganz toller Gott sein, da dieser Dings. Ob wir da überhaupt von dem den Segen bekommen, wage ich da mal zu bezweifeln, ne? So. Ich glaube, wir können hier einfach durchgehen, ne? Ja. Hallo Bea. Schieß Bea. Da haben wir noch einen Gulamanda. Damage ist wirklich jetzt richtig, richtig nice, ne? Wir könnten übrigens... wir könnten übrigens noch den einen Dungeon machen. Habe ich ganz vergessen. Die haben ja theoretisch noch einen Dungeon zu machen. Oder noch einen Schlüssel. Den Dungeon haben wir ja schon freigeschaltet. Ich weiß jetzt auch gar nicht, auf welchem Level der ist. Könnte ich sein, dass der... Wobei, ich glaube also nicht, dass er... Ich glaube nicht, dass er irgendwie Level 40 oder so ist. Erstmal immer den falschen Weg einschlagen. Oh, Frostergrabe. Ich muss aber wirklich sagen, also rüstungsmäßig sind wir wirklich jetzt mega gut dabei. I like it. Dass wir noch so wenig abbekommen. Fühlt sich sehr gut an. Das da mitnehmen. Haben wir eigentlich unser Inventar mal geleert? Niemand weiß es, ne? Ich glaube nicht, dass da so viel... Dass da so viel bei rumkam. Bei den ganzen Dingern hier. Hier glaube ich auch nicht, nein. Oh. Da versperrt uns eine kleine Karawane den Weg. Small Caravan. Hallo. Achso, ihr seid gar nicht zum Angreifen. Hüter von Lagon. Okay.
Gehen wir mal nach Tetima. Mal gucken, da ist die Architektin hin. Die hat gesagt, wir sollen ihr helfen, dann helfen wir ihr mal. Hallo? Da sind einige Leute, die sich hier versammelt haben. Nice. I'm glad Hallihallo, Julia. Jo, aber die wollte nicht mit mir reden. Even now, Raya's victims are burning to ash. We need to act quickly. Did she? If we find a ship willing to take you, perhaps you can still reason with her. What? That would not be wise. Liath's been known to be tense. Though I see her as a friend, she will consider me as a threat. Okay, also, kurz festhalten, die können nicht mit, weil ist eigentlich eine Freundin, aber dann doch nicht. Ist irgendwie blöd. Schnell, sobald du von den Mauern vor den Dingen umgeben bist, bist du sicher. Verteidigungsanlagen der Architektin werden schon dafür sorgen. Ich habe Bücher aus Liaths Turm geholt. Vielen Dank. Da wird sie sich sicher dankbar zeigen. Wir können dich erneut belohnen, sobald sie aus Lagons Tempel zurückkehrt. Okay, wir kriegen 2 Belohnungen. Nice, sehr schön. Okay, wir müssen mit drei Leuten reden. Wahrscheinlich alle drei hätten ein Schiff für uns. Oder könnten potenziell ein Schiff haben. Handelsprinz Melvern. Wait, Melvern, das sagt mir was. Irgendwie in der anderen Stadt war doch so einer, der gesagt hat, Melvern ist ein kompletter... Auf Befehl von Liaths hin bleibt meine gesamte Flotte vor Anker. Ich vermute, dass sie bei dem Solarum-Eindringen übertrieben hat, um mir meine Geschäfte zu versauen. Ah ja, ja, sowas. Okay, wieso glaubst du das? Sie ist neidisch, weißt du? Sie verbietet mir direkt mit Lauren zu sprechen. Ha! Sie weiß, dass sie ihre Koffer packen könnte, sobald er hören würde, was ich zu sagen habe. Wenn du dir da sicher bist... Ja, bevor du gehst, wenn du auf die Insel fährst, gibt es da einen Angestellten von mir, der noch nicht zurückgekehrt ist. Könntest du den Lümmel finden und ihm sagen, dass er hier zurückkommen soll, bevor ich ihn rausschmeiße? Ich kann es zumindest versuchen, okay. Aber der auf mich hört, ist was anderes. Das weiß nämlich keiner, ob der auf mich hören wird. Captain Tannerwest. Du willst also auf mein Schiff mitfahren? Ich sag dir gleich, dass ich keine Widerrede an Bord dulde. Und vor allem liegt mir das Wohlergehen meiner Crew und meines Schiffs am Herzen. Okay. Ich weiß, dass Melvern trotz Lagons Zorn weiterhin Händler zur Insel der Stürme schickt. Und genauso gut weiß ich, dass seine Schiffe untergehen. So dumm werde ich nicht sein. Okay. Ich möchte mich für meine Barschheit zuvor entschuldigen. Schon bevor es Gerüchte über Riots Leute gab, wurde Tetima immer angespannter. Die Meere sind nicht mehr sicher. Die Stürme Lagons werden immer brutaler und häufiger. Die Handelsprinzen scheinen immer mehr die Karawanen von Majel Khan als Alternative anzusehen. Ja, können wir da nichts unternehmen? Ding Lia meinte, dass sie mit Lagon darüber verhandle, aber ich habe die Nase vom Warten voll, so wie die meisten von uns. Ja, das gibt Sinn, ja. Haben wir mit allen sonst geredet? Ja. Wait, nee, wir können noch mit... Aha, wir können noch mit unserem Bro reden. Let's talk with our Bro. Hello, Bro. The sea, the air. Can't beat the winds of Hyboria, but it's close. Okay. Julia said I'd enjoy it. She knows me well. Okay. Raya will not destroy this place too. Okay, ich werde ihn auch nicht lassen, ne? So nicht. So nicht, Rai. So. Wo finden wir denn unseren Captain? Oh, Captain, mein Captain, wie sieht's denn mit dir aus? Batz, der Sturmreiter. Oh ja, mein Freund, der Donner ruft mich. Sobald wir die See gesetzt haben, suchen wir uns im wildesten Sturm und segeln mit ihm. Das wird Lagerungssegen sein. Kannst du spüren, Freund? Kannst du den Sturm
Sturm kommen spüren. Also, wenn ich es mir recht überlege, dann will ich dann vielleicht doch nicht mit dir fahren, ne? Oh, der sieht vertrauenswürdig aus. Waters are dangerous. Captain Harden. The Dawn's been stirring up storms more than usual. But my ship can handle it. Der hat auch eine fucking Erzählerstimme, der hat auch eine fucking Voice-Over bekommen, ne? Captain Harten, aber Harten sagt mir irgendwie was, ne? Das erinnert mich an den komischen Krabbenboy, den wir auf beim Imperator auf dem Schiff gefightet haben und danach nochmal beim Imperator. I've made my prayers. More than I can say about the others. He will bless us with safe waters. Okay, ist sein Schiff jetzt bereit? Aye. Are you ready to head out? If you need more time, just say so. Nö, oder? Nö, ich bin soweit. Let's go. The traveler set sail, eager to make it to the Isle of Storms. The ship is secure. Should reach the pier in no time. The Gaunt's temple, a beacon of light. Careful. The Gaunt's not used to visitors. The Isle of Storms, complete with its capricious guard. Okay, who are you? Ist das Lagon? Is this Lagon? Okay. We're here. Just in time. The storm is brewing. Oh, and it's a richtig brewing tief. You said you were here to speak with Lagon? I'm here to dampen your sails, but if the architect turned you away, you're wasting your time. Ja, ich hoffe doch mal nicht. Appreciate if you make it quick. Storm's picking up. Jo, machen wir. Wir halten es ein wenig schneller. Wir müssten da oben lang. Erstmal ganz viele Gramm. Aber hier gibt's. Knochenschinder heiles Fokus. Okay. Haie, die an Land laufen können. Läuft. Kann nur gut werden. Sirenen. Auch immer gute Gegner. Nicht, wenn man Seefahrer ist, aber für uns schon. Beziehungsweise für uns eigentlich auch nicht, weil das sind nämlich Wasserdinger und die haben wahrscheinlich eine Resistenz gegen Feuerschaden. Oder eine relativ hohe Resistenz gegen Feuerschaden. Eine Leiter. Ich finde lustig, dass Wasser brennen kann. So ein Hai. Hi, hi. Okay. Mana-Haushalt lässt grüßen. Okay, hier kommen wir wahrscheinlich nach unten. Wir mal alles erkunden. Bisschen Wasser verbrennen. Geht's da noch weiter nach unten? Ah ne, da geht's glaube ich im Kreis. Ne? Oh, Elch Forge! Unser Mai immer sagt, dass alle Idioten wären, aber dabei. Theoretisch ist eigentlich er der Idiot, dass er hier gerade fucking Wasserviecher.
als Feuermage bekämpft. Na gut, ist nicht hundertprozentig seine Schuld, weil wir sind ja derjenige, der ihn steuert. Aber trotzdem. Die Map ist wieder riesig, gell? Ja. Okay. Riesige Map ist riesig. Aber das macht nichts. Oh, nice. 54. Ah, noch gar kein Predict gegeben, welches Lab wir ungefähr enden könnten. Also, maybe hätte ich gesagt, Level 61? 61 hört sich gut an. Das wäre echt schnieke, wenn wir Level 61 hätten könnten. Ach, die... So, die sind das, die ganze Zeit diesen Elektro-Dings da casten. Okay, die Map ist wieder wirklich... bombastisch! Da ist so ein Auge, das haben wir gerade eben schon auf... in dem Ding gesehen. Ich wundere mich, was das für... was die Augen da machen. Wäre krass, wenn die irgendeine Funktion oder so hätten. Huch! Ein gestrandeter Matrose, der uns einfach mal angreift. Okay, wir müssen noch Fireball Cast skillen. Ah ne, unser Flammensturm, ja. Schon glatt gesagt, wir sagen hier Runenglut Schaden. Wir machen, gehen einfach noch ein bisschen auf den Damage davon. Passt, denke ich. Passt. Einfach auf den Damage gehen. Denn der Damage, der ist wunderschön. Okay. Weg mit der Krabbe. Weg mit der großen Krabbe. Und den ganzen Haien. Und Sirenen. Und was hier noch alles rumläuft. Wir zeigen ihnen, wie superior Wasser über Feuer ist. So sieht es nämlich aus. Weg mit der großen Krabbe, die sich wieder belebt. Egon! Jetzt ist echt nicht mehr die Rüstung ein Problem, sondern jetzt ist wirklich so ein bisschen unser Mana-Haushalt ein Problem, ne? Ja, zwar vorher auch ein Problem war, aber das ist das nächste Problem, was wir angehen müssten. Dass wir ein bisschen mehr Mana haben. Fools. Fools. Ja, die Frage, ob wir das irgendwie geskillt bekommen oder so. Okay, was haben wir hier? Hey, da! Bist du auch hier gestrandet? Hast du ihr Lied gehört? Hat ich ihr verdammtes Lied auch eingelullt? Beruhig dich mal, was redest du da? Du hast deinen Verstand noch, den Göttern sei Dank. Seit Wochen sind wir schiffbrüchig und taten, was wir konnten, um zu überleben und um ihrem Gesang zu widerstehen. Jede Nacht sangen die Sirenen und forderten mehr und mehr meiner Männer. Jetzt bin nur noch ich übrig. Wie ist das denn möglich? Finde bitte meine Crew und töte diese vermaledeiten Kreaturen, die sich untertan gemacht haben.
Sollte es keine Rettung für meine Mannschaft mehr geben, dann erlöse ich sie von ihrer Miserie. Okay, versuchen wir's. Wir versuchen das. Hier geht's in zwei Richtungen. Ah. Okay. Das ist halt die Frage. Geht in zwei Richtungen. Wollen wir da erstmal... Komm, wir gehen da erstmal rein. Let's go. Wir gehen da rein. Strand der Stürme. Die Karte zwar noch nicht so 100%, aber ich gehe schwer davon aus, wir kommen hier nochmal so irgendwie so ein bisschen lang oder so. Und hoffentlich ist diese Karte jetzt nicht so riesig. Dass eh so eine Nebenkarte ist. Okay, was genau muss ich hier jetzt auf der Karte machen? Finde den Headland Patron an den Korallleichen. Bin gespannt. Ich bin gespannt, wo wir hier einen Händler finden. Ah! Da lag er. Da lag er. So, jetzt machen wir hier natürlich also... Definitiv müssen wir hier fertig durchgehen, ne? Also es geht ja nicht, dass wir jetzt einfach aufhören. Vor allem, weil wir hier Stuff brauchen. Wie es aussieht. Was uns das Spiel nicht gesagt hat. Wir könnten mal passiv ein bisschen was leveln, wenn wir hier besiegt haben. So. Ja, wir haben immer noch gebrandmarkte Gedönches, ne? Ich wüsste halt immer noch gerne, wie das geht. Halt Brand der Täuschung, Brand des Eindringens und Brand der Unterwerfung. Und ich ja nirgends, wo ihr diese Dinge habt, ne? Oder ist das in den anderen Dingen? Hier ist auch nichts Brandmäßiges. Ist auch nichts Brandmäßiges. Ist das Einzige, was Brand ist? Brandmal der Täuschung. Brandmal der Täuschung. Überhaupt nicht, ne? Also ich weiß legit nicht, wie wir da irgendwie an diesen Status da rankommen. Es entzieht sich meines Wissens. Da müssen wir noch gucken. Da müssen wir wirklich noch gucken. Okay. So, hier wären wir nämlich jetzt hier durch. Wir gehen mal zum Mondlichtschrein und gehen da mal von oben so runter.
Da gibt es Sachen zu reden. Altar des westlichen Mondschreins. Am Altar vor dir ist ein zerbrochenes, mondförmiges Symbol angebracht, das angebracht. Es scheint erst vor kurzem beschädigt worden zu sein. Die fehlende Hälfte irgendwo hier auf der Insel ist. Ah! Okay. Gut, wir müssen also all diese Hälften sammeln. Dann gehe ich mal schwer davon aus, können wir hier nochmal runter. Gehen hier auf die Insel. Wir müssen noch einmal mit unserem Captain O'Captain reden. O'Captain, mein Captain. Echt, wir kriegen echt viele. Kriegen echt viele Items. Aber, du bist wieder da. Die Sirenen, sie sind tot. Meine Crew gibt es Überlebende. Ich verstehe. Trotzdem dank dir. Der Tod ist ein mildes Schicksal, als von diesen Monstern versklavt zu werden. Na, tut mir leid. Hallo. Wie konnte Lagoon nur die Sirenen seinen eigenen. Wie konnte er seinen Sturm nur an diesem verfluchten Ort wehen lassen? Goodbye. 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 Dann gehen wir mal auf die rechte Seite. Da hatten wir ja sowieso ohne nicht alles erkundet. Kann mich ja vielleicht sein. Dass wir das hier einmal einsammeln, auf jeden Fall. Dass wir hier noch so ein Teil finden, was wir finden sollten. Ich habe nämlich das Gefühl, wir brauchen halt drei. Also gehe ich schwer davon aus, wird hier auch noch eins sein. Ist halt nur die Frage, ob irgendwo am Wasser. Oder wo genau? Weil hier sieht gut aus. Oder auch nicht. Wobei. Na? Das Item aufsammeln! Noch sind wir hoffentlich nicht überfüllt. Muss doch hier irgendwo. Nein! No! Nicht schnell genug können auf den vermaledeiten Tank drücken. So, das muss ja irgendwo da in der Richtung sein. Bin ich mir ziemlich sicher. Das wird sich irgendwo da befinden. Gold mitnehmen. Einmal nochmal dahin. Was ist das hier? Okay, da sind wir, glaube ich, wieder am Anfang. Gehen wir mal da hoch. Wahrscheinlich waren wir ganz knapp davor. Mal gucken. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, hier waren wir schon mal. Ja, jetzt stopp. Ich glaube, hier waren wir. Da waren wir. Hier hingegen waren wir noch nicht. Ah, sehr schön. Da ist doch noch eine Truhe.
Als hätte ich es gewusst, immer alles schön erkunden. Ich weiß nie, wo etwas sein könnte. Oh no. Ah, wir haben wieder den tollen Bug. Ach hey. Das ist aber uncool. Manchmal diesen, wir können kein Mana regenerieren Bug. Das hatten wir am Anfang auch schon. Das war sehr lästig. Okay, wie es aussieht, ist das Ding hier doch nicht, oder was? I am not a man of many pockets. Ach je, da reicht unser Inventar schon wieder nicht. Dann müssen wir gleich mal weggehen und müssen ein bisschen was verkaufen. Dann gehen wir mal in den die Korallenteiche. Ganz viele Teiche voller Korallen. Korall. Jetzt habe ich schon auch etwas zum Porten. Ja, muss. Ja, das ist extrem, wie viel hier einfach. Mann, wie groß sind die Maps hier? Das ist insane. Ich meine, cool, aber auch wirklich krass viel. Puh. 55, so. Auch noch so ein Teil. Mitnehmen. Haben wir ja von irgendwo anders daher auch noch so ein Teil bekommen? Irgendwie plötzlich sind das zwei Teile, die wir da abliefern sollen, oder was? Bisschen weird. Ach ja. Ich will doch eigentlich nur einen Teleporter. Sprich mit dem Händler. Das sieht doch halb tot aus. Finde ich geschickt, um mich zu holen. Ich kann mich einfach nicht dazu aufraffen, diese Panzer zurückzubringen. Seitdem diese Ausbrecks meinen Bruder Cordin getötet haben, ist mir alles egal. Okay. Weißt du, was Cordins Lieblingsgericht war? Rührei mit Riesenkrabbenfleisch. Das sieht gut an, das hört sich lecker. Ach, was würde ich jetzt dafür. Was würde ich dafür jetzt nicht alles geben? Würde ich das so rückreanimieren? Naja, nach so einem herzhaften Mal hätte ich wohl schon die Kraft dazu. Dann suche ich für dich doch mal die Zutaten. Die Eier findet man meistens in Haufen von Krabbenschleim am Rand von Korallenteilchen. Naja, das Beste an Riesenkrabben ist die Leber. Wenn du eine schön große finden könntest, könnten wir sie uns teilen. Ja, ja klar. Natürlich, machen wir doch. Erstmal noch hier ein bisschen leveln. Ich weiß immer noch nicht, ob das da überhaupt eine gute Idee war, dass ich da reinskille. Ich muss, glaube ich, wirklich mal online nachlesen, was dieses Brandmal da macht. Also, wo wir noch quasi überall so Brandmal-Dinger und so herbekommen.
Ach, die sind schon weg. Okay. Werden nur noch da angezeigt. So. Wir sind jetzt erstes das Ding sammeln und dann. Erstes die Eier sammeln? Gehen wir davon aus, ne? Dann lasst uns mal als erstes diese Eier sammeln. Bevor wir jetzt weggehen. Da ist noch eins. Auch noch eins. Sehr schön, wir haben schon mal die Eier. Können wir schon mal wegbringen? Wir haben deine Eier wieder gefunden. Ja, fabelhaft, die sind perfekt, wenn die dann nur Cord in seine, dieses saftigen Eier, dieses zarte Fleisch sehen könnte. Mich würde er so aber nicht sehen wollen. Ich habe Angst, von so einem dahergelaufenen Bürokraten geschimpft zu werden, der jahrelang keine Handelsreise unternommen hat. Das ist die Lösung. Ich gehe einfach nicht zurück. Was soll das jetzt heißen? Ich gehe nicht wieder auf Tetima. Eigentlich wollte ich nie Händler werden. Ich wollte die Welt sehen und nicht verkaufen. Ich werde von dieser Insel verschwinden und den westlichen Ozean erkunden. Und ich will sehen, ob dahinter wirklich Land gibt, das nur auf seine Erkundung wartet. Das hätte Cordin gewollt. Hier, bringt Melvin diese Panzer und sagt ihm, wo er die sich reinschieben kann. Ich würde sie mir ausrichten. Junge, habe ich jetzt ganz umsonst ihm die Dinger da gegeben? Das war doch eigentlich Plan, dass du zurückgehst, sondern nicht, dass ich zurückgehe. Grr. I don't like. Aber naja. Machst du nichts? Wir gehen hier weiter. Erst alles erkunden, dann können wir, weil wenn wir das jetzt nicht machen, dann habe ich wieder keinen Plan, wo was erkundet ist und wo nicht. I am not a man of many pockets. Hat er was Schönes? Ah. 60% Feuer, das ist aber auch illegal, ne? Also das ist wirklich illegal. Schon wieder Flammensturm. Krebsfleisch. Krebs, Menschen. Wir wissen, dass du nicht ein Man of Many Pockets bist. Wer ist das schon? I am not a man of many pockets. Ah, nee. Den Götzen will doch keiner. Ist mir jetzt auch mal egal. Okay, es ist wirklich halt wirklich viel zu erkunden, ne? Okay. Gut. Haben wir das da? Weiter geht's. Einmal nach unten. Können wir noch hier kurz gucken. Weg mit dir, danke. So, hier nochmal rein. Ich glaube, hier hat man auch einen TP, ne? Please.
Nee, hier hatten wir keinen. Aber wir haben hier direkt einen. Das heißt, wir könnten wirklich mal kurz zurück. Gott, wie weit weg ist das? Lol, das muss ja wirklich lange gedauert haben. Das muss ja lange gedauert haben, dahin zu segeln. Holy. Das haben sie noch nicht in einem Tag gemacht. Kann mir keiner erzählen hier. Ja, hallo. Segel, kommst du ohne Patron? Er hat für ein zähes Ende genommen. Zum Glück sind vor ein paar Wochen seine letzten Hinterbliebenen gestorben. Von daher müssen wir niemandem seine Lebensversicherung auszahlen. Hast du wenigstens die Panther? Was? Aber wir haben doch schon genug Leute geschickt, um das zu tun. Geht es ihnen gut? Er hat was? Tja, eigentlich sollte mich das nicht überraschen. Außer Cordin konnte ihn keiner zügeln. Aber danke für deine Hilfe in dieser Angelegenheit. Die Bezahlung hast du dir verdient. Ich hab zu danken, okay. 4.000? Oh, 4.000 ist nicht schlecht. Da ist der Boy. Die Girl. So, also, Akolyt schon mal weg. Ich glaube, da brauchen wir auch nie danach zu gucken. Ich brauche Waffe. Mit so Ringe. Ringe wären nice. Aber nicht solche Ringe. Ja, Schilde kann man sowieso direkt wegmachen. Gürtel brauchen wir eigentlich auch nicht. Zauberschaden, aber keiner davon gibt so viel Feuerschaden, ne? Gibt's einfach nicht. Take care of yourself. So, einmal noch den das Skill. Irgendwann zusätzlich Runenblut. Da nämlich, wir können da schon reinskillen. Der holt da schon gut auf, der Flammensturm. Der holt da schon gut auf. Dann zack, zack, zack. Das ist auch so ein großes Gebiet, ey. Einmal hier hin. We going back. Und dann da rein. Und dann legen wir die Dinger mal da rein. Oh. Herrlich. Oats. Ich liebe es, wenn alles verbrennt. They need to die. Okay, einmal hier reingelegt. Yep. Let's go. Was ist das denn? Du hältst die Perle vor dir. Deine Welle durch das Becken zu den anderen Arterien rechts und links von dir geschickt. Danach passiert nichts weiter. Achso, okay. Und dann noch da rein. I have warned you again and again. Yet you persist. If you wish for Lagan's temple to be your tomb, then so be it. Okay. Das war, glaube ich, Laia, oder wie sie heißt. Rest in Küche. Danach geraten die beiden Altäre in Bewegung und sorgen für eine Kettenreaktion, worauf das Becken heller leuchtet. In das Becken schreiten. Was für ein Becken? Da. Ja, gehen wir doch mal in den Tempel rein. Let's go. Die sagt, das soll unser Grab werden. Ich sage, wir killen einfach den Gott, wenn er uns nicht passt, ne? Oder so ähnlich. Okay. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Da kommen wir. Ah.
Ah nee, gut, da lässt er uns durch. Sehr schön. Ja, tut dir Aua, hä? Mir nicht. Ich mache auch deinen kompletten Tempel kaputt. Ich sag's dir, Boy. Mit mir ist nicht zu spaßen. Was sind das für Dinger? Was hat er? What the? Mit dem seinen Dingern auch nicht, ne? Oh. Mach doch mal halblang. Muss ja nicht immer gleich in so viel Damage ausarten. Das halte ich nämlich für gar nicht gesund. Nach links. Oh, diese Haie, ne? Diese Haie sind auch ätzend. Die machen, glaube ich, auch extrem viel Damage. Hier kommt man auch nicht lang. Da versperrt die Tentakel wieder den Weg. Oha. Please. Please. Ist okay. Ist okay. Zumindest ist es ein Mage-Stab. Würde ich jetzt mal behaupten. Zumindest ist es ein Mage-Stab. Und kein, wir geben dir wieder 500.000 Diener-Damage. Weil Diener-Damage ist ja so cool für deine Klasse. Die, ich glaube, Mage kann gar keine Diener. Also, egal. Also, es gibt keine Fähigkeit, mit der Mage Diener heraufbeschwören kann. Jedenfalls wäre es mir nicht bewusst bekannt. Ich habe es noch nicht gesehen. Und weg mit euch. Das Gold hier einsammeln. Die Sirene hier aus dem Leben klatschen. Geht's denn hier noch lang? Oder ist das auch nur so ein kleines Räumchen? Ne, ist auch nur so ein kleines Räumchen. Gut, hier ist noch so ein Ei. Eieiei, der Eieiei. Oh, nicht so nice, nicht so nice, nicht so nice. Absolut grausamer Damage hier. I do not enjoy so much damage. Da muss aber auch immer so ein Heiler hervorgesprungen kommen, ne?
Der Damage. Schon wieder. Da ist auch noch ein bisschen was. Sag mal, mit dem haben wir doch jetzt schon. Weiß Gott, wie viele Tentakel abgefackelt. Wächst dem immer instant einer nach, oder was? Was ist da los? Ich glaube, wir kommen da unten nicht mehr hin. Dahin. Ich glaube, hier müssen wir echt lang. Backtracking, let's go! Jede einzelne Ritze dieses Dungeons erkunden. Badabababa. Wir lieben es. Boah, ich war letztens wieder im Meckes. Da gab's diese, da gab's so eine Aktion, wo du mit Punkten so ein K-Pop Coke Zero dir holen konntest. Natürlich gemacht, ne? Freundin ist ja ziemlicher K-Pop-Fan. Und dann zu Hause mal eine Dose aufgemacht, ne? Also, ich weiß ja nicht, wer das Zeug gerne trinkt, ne? Aber, das hat jetzt, also, es war erträglich, man konnte es trinken, aber nee, Brudi. Also, das, nee. So nicht. Ich glaube, hier war ein Tentakel davon. Nee, Tentakel hat sich gelöst. Heißt, nix. Gut. So, haben sich die Tentakel dann jetzt gelöst? Da sagt er immer noch nein, da sagt er immer noch nein und da sagt er auch noch nein. Und da... Okay, wir müssen... Müssen einmal nochmal da lang. Einmal nur gucken. Cookie, Cookie. Wir sind nämlich, glaube ich, direkt nach links abgewogen, anstatt dass wir nach oben gehen. Wir ballern hier nochmal rein. Haben wir hier eigentlich irgendwas, was jetzt gehen können? Unwort, Wirbelsturm, Chance bei Verwendung von Blitzfähigkeiten. Nein. Ausdauer. Naja. Auch keine, danke. Ah, da geht's noch nach rechts und nach oben hier. Gut, ja, ja, dann. Dann müssen wir ja da mal noch hingehen. Gut, dass ich immer alles erkunden will. Das, das wäre gar nicht so bad, ne? Wie hier noch überall hinkommen dann. Was the hell? Das ist mal wieder Dungeon mal 3.